wie schnell, sicher, unauffällig und energiesparend man sich auf der Planche bewegen muss, zeigen die NachwuchsfechterInnen der U11 bei der Berliner Meisterschaft des Berliner Fechterbundes und des Sportclubs Berlin. Für viele Athletinnen und Athleten ist das der Höhepunkt der Saison. Schließlich wetteifern sie im Florett um den Titel. Die Gegner waren alle sehr gut. Man musste sich anstrengen, um was zu erreichen. Für den größten Gänsehautmoment sorgt dabei Alisa Lavrinenko vom Berliner Fechtclub, die aufgrund des Krieges in der Ukraine aus ihrem normalen Leben gerissen wurde und mit ihrer Familie nach Deutschland flüchten musste. Schnell in der Hauptstadt eingelebt, geht die Sportlerin auch hier ihrer Leidenschaft nach. Und wie? Bei der Meisterschaft ficht sie sich bis ins Finale und behält gegen Clementine Sommer vom FC Grunewald die Oberhand. Mein Papa wollte, dass ich auch hier in Deutschland fechte und er ist mit dem Trainer des Vereines befreundet. Außerdem möchte ich weiter Wettkämpfe bestreiten und gewinnen. Auch die männlichen Florettfechter liefern sich spannende Gefechte. Besonders dominant zeigen sich die Routiniers vom Sportclub Berlin. Denn in der Endrunde treffen schließlich mit John Gu und Raphael Jünemann nicht nur zwei SCB-Vertreter, sondern auch zwei Freunde aufeinander. Gu besiegt seinen Teamkameraden und wird Berliner Meister. Aber auch der unterlegene Jünemann kann ebenso stolz auf seine Leistung sein. Es ist schon ein cooles Gefühl, Zweiter zu sein, weil man hat halt so ein gewisses Ziel erreicht. Doch bevor die abrupten NachwuchsfechterInnen in einigen Jahren die internationale Florettszene aufmischen, zeigen sie bei der Berliner Meisterschaft, wie schnell, sicher, unauffällig und energiesparend man sich auf der Planche bewegen muss.